freue mich auf einen außergewöhnlichen Gast, einen besonderen Menschen, einen Ausnahmepolitiker, würde ich jetzt sagen. Wolfgang Bosbach, herzlich willkommen. Ja, also man redet heute immer also von zwei Leuten, Helene Fischer und Wolfgang Bosbach. Der Herr Bosbach hat die schöneren Haare, das hat also der Herr Becker gesagt. Wir freuen uns auf Wolfgang Bosbach, das ist ein Politiker, der redet Klartext. Ich sag mal, 70% der Leute finden Politiker doof. Wenn ich am Bahnsteig bin, sind die alle freundlich zu mir. Ja? Wenn da 100 Leute stehen, ja, denkst du, oh, 70 könnte ich nicht leiden, gehst schon mal präventiv in Deckung. Leute sind alle nett, auch schön und so, Autogramm oder Selfie oder aber nett, dass sie heute mal dabei sind und so, alle nett. Schickst du Zeitung auf, alle doof, verstehe ich jetzt auch nicht, Leute sind alle nett. Man muss auch nie über alles streiten. Wenn man eine Meinung hat, dann muss man sich auch nicht scheuen zu sagen, das sehe ich so wie der Kollege aus der anderen Fraktion. Ist doch nicht schlimm. Ich bin ja auch kein Weltmann. Ich bin in Berchtesgaden geboren, aufgewachsen. Ich lebe da heute noch. Mama lebt ja noch da. Und nee, das ist mein Zuhause. Da fühle ich mich auch wohl. Ich brauche keinen Glamour, kein gar nichts. Ich bin so zufrieden. Ich bin tatsächlich gefragt worden, vielleicht kommt das dann auch bei Sat.1. Ich bin gefragt worden, hören Sie mal. Sie hatten ja ab und zu unterschiedliche Meinungen mit Angela Merkel, das war so, ob das auch an den Temperamentsunterschieden liegen könnte, Frau aus der Uckermark und Mann aus dem Rheinland, habe ich gesagt, kann sein, gibt dafür auch ein schönes Beispiel, ich war dabei, also das stimmt, was ich jetzt sage, ich war ja dabei, auf dem 50. Geburtstag von Angela Merkel war der Höhepunkt der Veranstaltung der Vortrag eines Gehirnforschers. Bei meinem 50. Geburtstag war der Höhepunkt der Auftritt der Höhner. Ja, das ist natürlich ein bisschen was anderes. Ja. Ja, ich bin sehr enttäuscht über meine Kirche. Das betrifft im Wesentlichen den Missbrauchsskandal, vor allen Dingen den Umgang damit. Die Laviererei, nun hat man es im Erzbistum Köln ohnehin etwas schwerer, muss ich auch mal sagen. Ja. Also ich kann das nicht verstehen. Warum man sich so unfassbar schwer tut, die Dinge beim Namen zu nennen. Anstatt man die Dinge beim Namen nennt, anstatt man sagt, wie können wir alles tun, damit sich so etwas nicht wiederholt? Wie können wir die Mechanismen bei der Behandlung solcher Fälle ändern? Frühwarnsystem, gibt es keine Indizien, dass man das erkennen kann? Ich kann das nicht verstehen. Ich ausnahmslos gute Erfahrungen gemacht habe in meiner Kirche. Ausnahmslos. Ich war Messdiener bei einem Kaplan, der dann später Pastor wurde, der mich durch das Leben begleitet hat. Der hat uns getraut, der hat die drei Kinder getauft. Ein wirklicher, ich finde das übrigens auch den schönsten Begriff in meiner Kirche, ein wirklicher Seelsorger. Und wenn Sie so gute Erfahrungen gemacht haben in der katholischen Jugendarbeit, in der Pfarrei, dann kommen Sie nicht auf den Gedanken zu sagen, ich kehre jetzt Mutterkirche den Rücken. Ich habe manchmal das Gefühl, dass der Papst ist ein rheinischer Katholik. Also hier unten so leben, dass man oben noch eben reinkommt. Ja, so ähnlich. Also es ist so. Genau. Das ist auch so einer meiner schönsten Erlebnisse, die ich in meinem Leben bislang hatte. Vielleicht kommt ja noch was. Papstmesse im Petersdom, 10.000. Danach haben wir uns dann meiner Frau die Kirche angeguckt. Und dann drehe ich mich um und der Heilige Vater steht hinter mir, der sehr gut Deutsch sprach, Papst Johannes Paul II. Höre, Sie kommen aus Deutschland und habe erst mal gemerkt, ich war total ergriffen. Du weißt ja dann gar nicht, was du machen sollst. Ja, du suchst irgendwie die Hand mit dem Fischerring oder kannst ja nicht sagen, ach, ich war früher Messdiener, wir sind praktisch Kollegen, kannst du auch nicht machen. Also ich war, was ich selten bin, total sprachlos. Ja. Aber er hat mir dann die Befangenheit genommen und wir haben uns dann so 10, 15 Minuten, der ist ja jetzt nicht zu mir gekommen, sondern zu allen Gläubigen, die danach noch in der Kirche waren, da waren ja sicherlich noch 100. Und das war für mich ein so wichtiger Moment, dass ich dann später an sein Grab gehen wollte. Gute Unterhaltung ist garantiert. Und so eine tolle Atmosphäre. Und hier sind, ich sage mal, 250 Leute. Und sie haben so aufmerksam zugehört. Und das fand ich so sympathisch. Und deswegen möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Also auf der Rückfahrt käme ich nicht auf die Idee zu sagen, dass sich es nicht gelohnt hat. Ich bin total gerne hier gewesen und bin total auch ein bisschen stolz, dass Sie fast 2 Stunden lang so aufmerksam zugehört haben. Dafür möchte ich mich bedanken. Dankeschön.